Hallo, liebe Zuschauer, auch heute werden wir euch wieder mit auf ein Lost Place nehmen. Diesmal geht es ins Ruhrgebiet, genauer gesagt nach Duisburg. Wir werden uns hier eine Luftschutzanlage aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Und ich glaube, wenn ich verspreche, dass das unser krassester Lost Place in Deutschland ist, werde ich nicht zu viel versprechen. Also in Summe ein wirklich krasses Bauwerk. Wir mussten uns sogar Anglerhosen anziehen, um durch Wasser zu laufen. Wir mussten durch eine lange Röhre krabbeln, auf allen Vieren. Und da werdet ihr sehen, das hat auf jeden Fall interessante Bilder gemacht. Und es war auf jeden Fall eine sehr spannende Exkursion. Ja, alleine das Gelände ist atemberaubend. Wir mussten ungefähr einen Wall in Höhe von 30 Metern erklimmen, der auch sehr steil war. Es sieht zwar nicht so aus, aber es war an dem Tag noch relativ kalt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, nachdem wir diesen Abgang bzw. Berg erklommen sind, war uns nicht mehr kalt. Es war direkt warm. Und als wir dann oben standen, hatten wir dann eine wunderbare Aussicht über das Gelände. Wie man erkennen kann, ist ja der Frühling noch nicht durchgekommen. Wir haben hier quasi noch laubfreie Bäume. Das hat auch etwas, wie ich finde, weil man kann einfach auch sehr weit schauen und hat eine ganz andere Optik, als wenn es jetzt Sommer wäre. Vögelchen und Blüten waren auf jeden Fall schon da, auch ein paar Hummeln, teilweise ganz schön viele, klang irgendwie wie so ein Schwarm von Bombern, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das Thema passt ja auch ganz gut, weil wir befinden uns hier unter einer Luftschutzanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in dieser Luftschutzanlage sollte damals ein Teil der Bevölkerung untergebracht werden. Aber auch ein Krankenhaus war angeschlossen. Und in diesem Krankenhaus wird natürlich operiert, gerade wenn Bomben auf Deutschland fallen. Und ja, man konnte in den normalen Krankenhäusern später nicht mehr operieren, beziehungsweise die Patienten dann auch pflegen. Deswegen hat man damit begonnen, nicht nur die Wirtschaft und die Militärtechnik unter Tage zu verlagern, sondern man hat natürlich auch die Zivilbevölkerung und insbesondere auch die Krankenhäuser unter Tage verlagert. Und wir befinden uns heute hier in einem großen Bunker, in einer großen Bunkeranlage, den sogenannten Honigbunker. Und ja, wir werden uns diesen heute einmal komplett anschauen. In Summe gibt es fünf Eingänge. Es gibt auf dem Gelände außerdem einen Arrestbunker, einen Werkschutzbunker und noch eine lange Röhre, beziehungsweise einen Stollenaufgang, der gefliest ist sogar. Und da haben wir uns auch einmal komplett einen Überblick über das Gelände verschafft. Aber hier in diesem Video werden wir uns ausschließlich um die fünf Eingänge kümmern und euch die einmal näher bringen. Ja, wir gehen hier durch den Eingang in das Bauwerk hinein. Ich kann nur jeden empfehlen, der das auch macht, seinen Rucksack oder was auch immer dabei ist, einmal durchzuwerfen, auf allen Vieren vorwärts reinzukrabbeln und vor allem Kopf und Rücken einzuziehen, weil oben ein scharfkantiger Gegenstand ist. Ich denke, entweder war es eine Lampenbefestigung oder aber es war die Befestigung für den Kabelkanal. Auf jeden Fall ist das Teil sehr scharfkantig und wenn man da mit dem Kopf oder mit dem Rücken, so wie ich, drankommt, dann tut das auf jeden Fall weh. Ja, was sehen wir hier? Wir gehen ungefähr 100 Meter geradeaus und kommen dann hier auf eine wunderschöne Tür oder ein Tor zu. Das ist komplett verrostet. Beim ersten Mal habe ich da 5, 6 Minuten vorgestanden und war total fasziniert, total begeistert, weil es einfach wunderschön ist. Und dahinter ist unser Platz, wo wir uns immer umziehen. Gehen weiter ins Bauwerk hinein. Und das, was wir hier am Boden sehen, ist ja Umweltverschmutzung. Viele
die hier vor uns waren, aber auch nach uns kommen werden, haben sich im Internet erkundigt und haben gesehen, dass viele mit den Mülltüten hier bewaffnet reingehen, um trockenen Fußes durch das Bauwerk zu kommen. Wir haben das auch beim ersten Besuch ausprobiert, es ist aber absolut unmöglich. Also stellt euch vor, der Boden, der ist ja nicht glatt, sondern es sind Steine, Sedimente, Stöcker, es ist alles eigentlich vorhanden, ne? Also von Müll bis Sedimente ist alles vorhanden. Und sobald man ein oder zwei Schritte macht, selbst wenn man die drei- oder vierfach nimmt, man holt sich ganz schnell Mikrorisse rein, kleine Steine dringen durch, dann ist die erste Schicht durch, die zweite Schicht und dann hat man ganz, ganz schnell nasse Füße. Und ja, nasse Füße hatte ich beim ersten Mal auch. Ich hatte nämlich Gummistiefel an, weil wir vorbereitet waren. Und wir sind dann ins Gebäude rein. Und ja, das Wasser war aber so tief, wie man hier erkennen kann, dass Wasser irgendwann in die Gummistiefel reingelaufen ist. Und es war dann so kalt, dass wir dann auch tatsächlich abbrechen mussten. Ja, was sehen wir hier? Wir sind schon in der Anlage angekommen, in der Beschussanlage. Das hier ist die Beschussanlage 1. In Summe gab es zwei Stück davon. Da geht es Richtung Beschussanlage 2. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Aber erstmal werden wir uns die Beschussanlage 1 anschauen. So, geradeaus sehen wir ein Blechschild. Oder eine Platte besser gesagt, die diente dazu, die Geschosshülsen aufzufangen. Wie hat das hier damals funktioniert? Oder was wurde hier überhaupt gemacht? Also diese Beschussanlage diente der Firma ThyssenKrupp dazu, um Material zu testen. Also stellt euch vor, eine Panzerplatte, die wird hier montiert. Unten sieht man den Kranz. Man hatte also die Möglichkeit, in verschiedenen Winkeln die Platte zu montieren. Die wurde entsprechend dann eingespannt und dann hatte man mit relativ großkalibrigen Geschützen auf diese Panzerplatten geschossen und manche Panzerplatten wurden durchdrungen und dann, ja, war das Geschoss teilweise so heftig, dass es sogar diese Platte dann noch durchdrungen hat. Also die Platte war dazu da, dass das Geschoss aufgefangen wurde. Und wo ist also keine Testplatte? Hier diese Tür haben wir leider nicht aufbekommen. Das wäre auf jeden Fall nochmal interessant, weil die ist wahrscheinlich bestimmt schon 30, 40 Jahre nicht mehr geöffnet worden. Also da glaube ich, kann man, wenn etwas drin ist, eine Zeit nochmal zurückspulen. Aber auch ansonsten guckt euch das Bauwerk einfach mal an. Total interessant. Hinten ist der Kugelfang, natürlich auch viel Müll drin. Die Holzbalken kann man hier noch sehr gut erkennen. Die haben sicherlich auch den einen oder anderen Querschläger oder ja, so ein Projektil löst sich ja auf und auch Material löst sich auf, dann auch entsprechend aufgenommen. Hier sehen wir nochmal den Kranz. Ich bin mir natürlich nicht 100% sicher, ob es sich hier um die Befestigung für die Panzerplatten handelt, aber ich gehe sehr stark davon aus. Okay, wir verlassen jetzt einmal die Beschussanlage 1 und gehen zur Beschussanlage 2. Müssen hier durch ungefähr knietiefes Wasser warten. Deswegen entschuldigt an dieser Stelle die Bilder. Ich habe zwar keinen Gimbal, aber das Handy kann trotzdem ziemlich gut die Bewegung rausarbeiten. Aber ihr seht ja teilweise am unteren Bildrand, dass es hier Gegenstände im Wasser gibt. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man die nicht umläuft und dann womöglich ins Wasser fällt. Das wäre dann schade, weil dann wäre der Tag vorbei. So, da hinten kann man schon ganz gut erkennen. Wir schwenken noch mal mit der Kamera dahin. Ja, die Beschussanlage 2. Auch hier wieder der Kugelfang im Hintergrund, die Platte, damit die Geschosse nicht durchschlagen. Ich glaube, dass diese Beschussanlage 2 für weniger großkalibrige Geschütze diente. So, wir gehen wieder zurück und schauen hier einmal final in die Beschussanlage 1, sind also schon ein paar Meter zurückgegangen
und können hier noch eine sehr verrostete Bunkertür sehen. Hier können wir auch eine ehemalige Schalltafel sehen, schon sehr stark korrodiert. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Schalltafel dazu diente, ja, das Projektil abzuschießen. Was meint ihr? Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, auch hier wieder Vandalismus. Die Lampen sind zerstört. Und da sieht man auch, dass die Lampen nicht aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sind, sondern aus der Zeit, als ThyssenKrupp das entsprechend auch genutzt hat. Und hier ist das Wasser schon ziemlich tief. Die Einrichtung, das ist hier Belüftung, die hat noch die Farbe teilweise dran, blättert aber auch schon ab. Und ja, wir gehen weiter in das Bauwerk rein und hier ist das Wasser mit am tiefsten. Es fällt dann auch immer schwerer zu laufen. Man muss aufpassen, wo man hinläuft. Hier ist eine große Truhe, hier ein Stiel lag da noch, Müll, der hier rumschwimmt. Ja, und hier, wie gesagt, bei mir war das Wasser ungefähr bis zur Hüfte, Emily sogar darüber hinaus. Da hatte schon fast die Anglerhose nicht mehr gereicht. Schon spannend. Und ja, wenn wir hier nach links schauen, sehen wir einen Notausgang. Also es ist wieder taghell. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Das ist kein Ausgang, sondern wir sehen hier den ehemaligen Eingang, sehen auch im Pförtnerbereich. Und ja, man kommt hier nicht mehr raus, aber auch nicht rein. Die Fenster sind verbarrikadiert. Bisschen Elektronik ist auch noch da. Hier saß denn der Pförtner. Die Fenster sind mit Blechplatten zugemacht. Die Tür ist fest verschweißt. Man kommt hier also weder rein noch raus. Ja, kurz mal umgeschaut, was es hier so zu sehen gibt. Aber wir wollen natürlich weiter ins Bauwerk und gucken drin nach, was es hier noch so gibt. So, wir sind wieder im Bauwerk drin. Hier sehen wir Verschalungen. Ich würde sagen, das sind Verschalungen. Und da waren mal Kabel befestigt, entweder für Strom oder für die Steuerung. Was das Metallblech da an der Decke soll, keine Ahnung. Ja, da seht ihr, wie tief das Wasser bei der Emily ist. Das ist, wie gesagt, nicht der tiefste Punkt. Es gibt noch einen Punkt, der deutlich tiefer ist. Aber das Laufen fällt einem dann schon etwas schwerer. Und jeder, der schon mal so eine Anglerhose angezogen hatte, der weiß, dass die ja, bei dem Wasserstand sich auch sehr stark an die Beine drücken. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr merkwürdig an, sehr komisch, wenn man das noch nicht hatte. Ich glaube, wenn man das häufiger hat, dann ist das nicht so schlimm. Hier sind die oft genannten Fallstricke im Boden. Ihr habt es gerade gesehen, ein Loch 30, 40 Zentimeter tief mit einem, ja, Ventil war das wahrscheinlich. Ja, und wir gehen weiter. Und schaut euch mal diese Spiegelung, die Reflexion. Ach, ein Skateboard. Keine Ahnung, wie das hier hingekommen ist und wer das mitgebracht hat. Alles merkwürdig. Und jeder, der sich ein bisschen mit Bunkern und Lost Places beschäftigt, der wird sagen, solche Themen, dass da noch Elektronik vorhanden ist, in sehr großer Zahl. Natürlich auch hier wieder Vandalismus, aber der Zustand ist auf jeden Fall krass. Heftig. Ich hoffe, das wird auch noch ein paar Jahre so bleiben. Und ja, nochmal zu sprechen oder nochmal sprechen zu kommen auf die Anzeigetafel. Das ist schon ganz besonders, wenn man noch solche Anzeigetafeln dort findet. Ja, wir gehen weiter und gucken uns hier einmal die verschiedenen Räume an. Man hatte dann auch hier tatsächlich auf Farbe Wert gelegt. Hier ist ein schönes Mint. Aber auch hier großflächig abgeplatzt. Und wir werden noch sehen, was diese Farbabplatzung mit dem Wasser macht. Aktuell ist es ja noch relativ klar. Hier ist links sogar ein großes Stück, das demnächst ins Wasser fallen wird. Man sieht auch, dass das Wasser die
Wände, aber auch die Türen ordentlich angreift. Ja, und wir gehen weiter ins Bauwerk. Die Belüftungsanlage hatten wir ja schon mehrfach genannt, dass die korrodiert. Ich meine, die Bilder sprechen am Ende des Tages für sich, aber ich finde, dass ich meinen Eindruck nochmal wiedergebe. Hier haben wir ein Typenschild. Das ist ja anscheinend aus rostfreiem Material, aber dadurch, dass der Rest korrodiert, ist es auch irgendwie am reagieren. Aber ja, hier ist sogar eine Tür aus den Angeln gerissen. Wir gehen jetzt in den WC-Bereich. Ja, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, auch den Menschen, also euch, zu sagen, was ich dort vor Ort gefühlt habe, was ich da erlebt habe, damit ihr einfach auch einen Eindruck bekommt, wie sich das Ganze anfühlt. Ja, hier ist tatsächlich die Belüftungsanlage noch in einem sehr guten Zustand. Die Tür ist dafür umso verrosteter. Ja, einige Armaturen sind sogar noch vorhanden im Bad. So viel Wasser hat die Dusche wahrscheinlich noch nie auf einmal gesehen. Und das ist natürlich ein Anblick. Ich kann es einfach nicht fassen, wenn ich sowas sehe. Selbst jetzt hier auf dem Video bei der Nachvertonung finde ich das absolut grandios, was ich hier noch für Bilder sehe. Ja, auch hier gehen wir weiter ins Bauwerk hinein. Nutzt einfach mal die Gelegenheit und schaut euch die Bilder an. Ja, ich habe euch etwas von den Akustikabsorbern erzählt. Das waren die Akustikabsorber, die ihr da im Hintergrund gesehen habt. Hier ist die Belüftung, also es ist immer ausreichend Sauerstoff im Gebäude, auch nach so langer Zeit. Ja, hier seht ihr die Funktion, also es war wahrscheinlich Asbest oder vielleicht auch Baumwolle entsprechend in diesen Behältern eingesetzt und die haben dann entsprechend den Schall absorbiert. Ja, was hat die Emily da in der Hand? Ist schon ein paar Meter vorgegangen. Ich mache ja immer die Videos. Emily schaut sich dann immer die ganzen Bunker und Eingänge und Zugänge und Gänge an und hat dann wahrgenommen, dass da vorne ein Hindernis ist. Und wir haben ja diese Gummihosen an und wir wollten es einfach nicht riskieren, dass unsere neuen Gummihosen bereits Löcher bekommen. Deswegen hat sie eine alte Anglerhose oder was auch immer das ist genommen und legt sie jetzt über die Steine, damit wir da rüberklettern können. Wir wollen uns natürlich nicht unsere schönen neuen Anglerhosen zerstören. Ja, ich nutze die Zeit, um einige Aufnahmen zu machen. Auch hier wieder Schalltafeln, beziehungsweise das werden wahrscheinlich Verteiler gewesen sein. Vielleicht hatte man da auch seine Kopfhörer dran angeschlossen, um zu kommunizieren. Das sind allerdings alles nur Thesen. Und wir schauen einmal hier. Wahrscheinlich hat man entweder bewusst den Zugang verfüllt oder man hat ja bei den Aufräumarbeiten oben sind Sprengarbeiten durchgeführt worden, dann entsprechend durch das Loch ja, Betonteile, Steine, Mauerwerk rieseln lassen. Wir sind schon drüben, also wir sind quasi einmal über diesen Geröllhaufen geklettert und kommen dann in diesen Raum, wo ich bis heute nicht genau weiß, welche Funktion dieser Raum hat. Es hat auf jeden Fall eine Zu- und Abluft. Da oben sehen wir die Belüftung, eine dicke Panzertür. Wir drehen uns auch mal um, damit wir ein bisschen Entfernung haben für die Aufnahme. Wir sehen hier ein Gestell. An dem Gestell sind insgesamt 5 Lampen montiert. Ich kann auch eine Laufkatze links entdecken. Ein Flaschenzug ist auch noch vorhanden. Und hier ist ein interessantes Gebilde. Ich glaube, hier wurde die Munition herangeschafft. Hinten ist nämlich noch ein Zugang und der wurde quasi dann hier hingebracht und dann hatte man den von der anderen Seite entsprechend abgeholt. Ja, hier ist ein ja, sehr schön bemalter Raum. Ich würde sagen, die Farbe ist so Richtung Mint. Und ich muss da über etwas drüber steigen. Und wenn man jetzt sich hier das Wasser anschaut, ne, man hat es gerade im unteren Bildrand gesehen, ja, da sieht man es nochmal ganz klar, da fängt es an, dass man
ja, nicht mehr bis zum Boden schauen kann. Die Farbe wird entsprechend aufgelöst im Wasser und das Wasser nimmt dann irgendwann die Farbe an. Und ja, hat man ja mit Farbe gearbeitet, im anderen Teil des Bunkers nicht. Dann laufen wir noch da durch, das Sediment wird hochgeschleudert und entsprechend kann man dann nicht mehr viel sehen. Ja, hier links in dem Raum hat man sich die Farbe gespart. Na, wir gucken noch mal nach rechts, wir gucken uns noch mal das Gestell an. Und jetzt schauen wir nach links, genau, in den Raum. Man hat hier mit Teerpappe, Dachpappe gearbeitet, Bitumen. Ich habe keine Ahnung, was genau das Material genau ist, aber ich würde sagen, eins von diesen drei Dingen. Und das kommt jetzt über die Jahre, kommt das runter und das wird auch nicht mehr lange dauern, bis sich das in das Wasser ja, reinfällt und dann sicherlich auch nochmal das Wasser von der Farbe her nochmal deutlich verändert. Ja, wir gehen weiter in Richtung eines Ausgangs, der ist auch heute verschlossen. Auch hier ausreichend Löcher, um Frischluft auch in das Gebäude, in den Komplex reinzulassen. Also auch da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie hier den Faulgasen erliegt und dann im Wasser ertrinkt. Weil auch diese Hinweise bekomme ich immer wieder von besorgten Zuschauern. Also wir achten natürlich darauf, wir haben meistens auch ein CO2-Messer dabei, aber in dem Komplex brauchen wir das nicht, weil hier sind so viele Menschen unterwegs. Da wäre im Vorfeld schon einiges passiert. Ja, wir gucken uns hier links einmal ein Rasenmäher, glaube ich, an. Also was die Leute alles hier so ins Gebäude mit reinbringen, das ist unglaublich. Und hier sehen wir ja doch eine sehr starke Erosion des Materials, Verrostung. Ja, Emily trägt hier Maske, weil ja, es liegen ein paar Bäume rum oder Baumstämme oder wahrscheinlich sind es vielleicht auch Bahnschwellen. Ich kann es nicht genau sagen, weil die doch schon stark am Vergammeln waren. Ja, vielleicht sollte man tatsächlich auf die Pilzsporen drauf achten. Das ist, glaube ich, ein Thema. Faulgase etc. mache ich mir keine Sorgen, aber um Pilzsporen sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Wir schauen uns hier einmal in diesem Raum um. Hier liegt eine Kette, ein Schrank ist umgestürzt, Farbe blättert auch hier von den Decken. Ich kann mir vorstellen, dass das hier die Aufenthaltsräume waren. Also da, wo Farbe an der Wand ist, da will man sich ja auch wohlfühlen. Das ist das Zeichen, dass man sich dort längere Zeit aufhält. Und vielleicht war es ja ein Aufenthaltsraum, Maschinenraum, auf jeden Fall da, wo Menschen gearbeitet haben. Ja, wir gehen weiter. Oder zurück, besser gesagt. Und ich habe mal gelesen, dass solche Bauwerke, ja, die nicht unbedingt unter Wasser stehen, auch das wird früher nicht unter Wasser gestanden haben, dafür genutzt wurden, um Pilze zu züchten. Meistens waren Champignons, weil die Luft, die hier unten herrscht und die Luftfeuchtigkeit vor allem, optimale Bedingungen bereitstellen, um Champignons zu züchten. Und wir gehen ja ein bisschen weiter in das Gebäude rein und sehen gleich einige Regale, Schwerlastregale allerdings. Da kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass da die Pilze gezüchtet wurden, aber wir gehen ja gleich nochmal zurück. Da sind einige Holzregale und da kann ich mir vorstellen, dass in der Nachkriegszeit auch Champignons gezüchtet worden sind. Warum? Weil die Regale nicht wirklich stabil sind. Also Champignons mit ein bisschen Erde, die wiegen ja nicht viel. Aber die schauen wir uns gleich an. Erstmal gehen wir in Richtung der Schwerlastregale und hier sehen wir noch ein paar Hindernisse. Da links sehen wir die Schwerlastregale. Also man sieht, die sind nicht gemacht worden, um Champignons zu züchten. Hier werden wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich damals der Materialraum gewesen sein für Ersatzteile etc. Genau kann ich es aber nicht sagen. Das ist das Ende des Bauwerks auf dieser Seite.
was dieser Barren oder das Reck oder Handgeländer darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Und wir warten hier durch das tiefe Wasser zurück. Und ja, ich bin hier sehr, sehr vorsichtig, weil man nicht sieht, wo man hintappelt. Ich gehe immer nur so kleine Minischritte, damit ich nicht in so ein Loch reinfalle und dann das Wasser in meine Anglerhose kommt. Das wäre irgendwie nicht so cool. Ja, die Anglerhose hält tatsächlich auch die Kälte ziemlich gut weg. Emily hatte da ein bisschen mehr Probleme, aber ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten hier. Ich hätte auch noch 3, 4 Stunden länger durchs Wasser warten können. Das hat die Hose ziemlich gut reguliert. Ja, hier sind wir tatsächlich am Ende des Gebäudes angekommen und switchen direkt auch einmal in den Raum, den ich gerade genannt hatte. Hier sehen wir die Holzregale und ja, es könnte wirklich sein, dass hier die Champignons gezüchtet wurden, weil also wirklich, wirklich schwere Gegenstände konnte man hier nicht lagern. Aber das ist nur eine These, ich weiß es natürlich nicht. Es gibt sowieso relativ wenig Informationen über den Bunker. Ich habe ein paar Bilder jetzt gesehen. In einer Facebook-Gruppe sind Bilder von damals live gestellt worden oder online gestellt worden. Das war ziemlich eindrucksvoll, aber Bilder von innen gibt es nur ganz, ganz wenig. Ein Bild habe ich gesehen vom OP-Bunker. Man hat ja dieses Bauwerk dann deutlich kleiner gebaut als ursprünglich geplant, weil es einfach auch viel Geld gekostet hat. Material war ja zum Kriegsende auch nicht mehr so rar gesät. Man brauchte das an anderer Stelle. Und deswegen hatte man die Betten nicht nebeneinander gestellt, sondern übereinander. Ne? Stellt euch mal vor, ihr werdet operiert oder ihr müsst schlafen. Und Bomben prasseln von oben und man liegt dann schwer verwundet, ob gerade frisch operiert, in mehreren Reihen hintereinander über 2 Etagen. Puh, ja, also die Zeit möchte man sowieso, wir können froh sein, dass wir sie nicht miterlebt haben, auch wenn manche Dinge vielleicht irgendwie in Anführungszeichen, ich muss da ganz vorsichtig sein in meiner Formulierung, romantisch sind oder faszinierend oder you name it. Aber glaub mir, 10 Minuten Krieg und wir wünschen uns alle unsere jetzige Zeit. Egal, was wir gerade für Probleme haben, das ist nichts im Vergleich zu dem, was es damals an Problemen gab. Ja, man hatte ein Kind, vielleicht mehrere Kinder, man hatte Sorge, dass man ausreichend Essen organisieren konnte. Kinder sind gestorben an Unterernährung, an Unterversorgung. Unglaublich. Will man sich nicht vorstellen. Ja, das war unser Ausflug in diesen Bereich. Ich habe Emily gebeten, mich einmal zu filmen, weil ich bin ja sehr, sehr selten auf den Videoaufnahmen selber drauf. Ich wollte einmal richtig cool wirken und habe gesagt, komm, nimm mal die Kamera und ja, ich gehe da mal durch. Und es ging relativ gut. Andersrum war es ein bisschen komplizierter. Und ja, ich freue mich richtig, als ich auf der anderen Seite angekommen bin. Ja, hier sind wir schon fast am Ausgang, also der Eingang da, wo wir reingekommen sind. Den werden wir auch als Ausgang wieder nutzen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, hier rauszukommen, nämlich wenn man hier links geht und dann durch ein kleines Loch sich zwängt. Das machen wir aber nicht. Wir gucken uns aber trotzdem nochmal den Gang nach links an. Ich darf vorgehen, das ist ganz lieb. Dankeschön. Und hier kann man sehen, Zustand der Wände absolut top. Kein Wasser drin. Dementsprechend ist der Zustand auch direkt komplett anders. Da vorne ist eine Ziegelwand. Und davor liegt, ich kann es nicht genau sagen, es ist auf jeden Fall großer Metallgegenstand. Ob es eine Lore ist oder ob es nur ein Schrank ist, der umgekippt ist, wurde. Vielleicht ist es auch ein Munitionsbehälter. Ganz schwierig zu sagen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Vielleicht könnt ihr auch sagen, was diese komischen Gebilde sind. Da habe ich auch keine Ahnung. Ja, vielleicht habt ihr eine Ahnung. Ich weiß es auf jeden Fall nicht.
Wir gehen heute da nicht durch. Wir waren aber letztes Mal da drin. Ihr könnt euch das auf jeden Fall sparen, weil das, was dahinter ist, kann man durch einen anderen Eingang sich anschauen. Und das tun wir natürlich auch. Wir werden jetzt nicht da durchklettern, sondern wir gehen jetzt einmal aus dem Komplex raus, aus dem Teilkomplex und gehen dann entsprechend auch in den Bereich rein. Seid gespannt. Ja, wir haben Tageslicht. Und der Eingang, ihr habt es ja gerade gesehen, so weit war es nicht entfernt, ist auch relativ einfach zu finden. Man kann hier auch den Weg folgen, der durch die ganzen Menschen hier mittlerweile so abgezeichnet ist, so quasi Trampelfahrt. Und da sehen wir schon den Stolleneingang. Hat immer ein bisschen was Gespenstisches, vielleicht Mystisches. Vielleicht liegt es aber auch nur in meiner Wahrnehmung. So, wir sind drin und sehen auch hier wieder die klassischen Abdrücke der Verschalung. Ein Vespa-Roller, hier liegen mindestens drei oder vier Vespa-Roller rum, die ausgeschlachtet worden sind. Ich habe sogar einen Geldautomat gefunden, also ist unfassbar, was hier auf diesem Gelände liegt. Besser nicht anfassen wegen der Fingerabdrücke. Und wir gehen weiter in das Bauwerk rein. Hier links würden wir dann, ich weiß gar nicht, ob ich hinschwenke, nee, tue ich nicht, die Ziegelsteinwand sehen, die wir gerade gesehen haben. Da wäre man rausgekommen. Also man kann sich das getrost sparen. Wir haben es natürlich am Anfang gemacht. Wir sind da durchgekrabbelt, weil wir natürlich nicht wussten, dass es mehrere Eingänge gibt. So, das, was wir jetzt sehen, ist ein Teilbereich des Luftschutzstollens. Der ist spiegel. Nicht spiegelverkehrt, sondern spiegelgleich aufgebaut. Das, was wir hier rechts sehen, diesen Raum, sehen wir gleich auch auf der linken Seite. Also eins zu eins identisch. Von den Abmessungen würde ich auch sagen, dass das in etwa gleich ist. Ich habe es natürlich nicht nachgemessen, aber die waren ja spiegelgleich. Ich glaube, spiegelgleich sagt man, oder? Hier haben einige Menschen versucht, einen Durchbruch durchzuführen, haben sie auch geschafft. Keine Ahnung, ob sie dahinter irgendeinen Schatz vermutet haben. Wir sehen aber gleich, dass es nicht wirklich notwendig war. Die Mühe, den Aufwand hätte man sich sparen können. Aber ihr wisst ja selber, also es gibt ja Leute, die mit Sonden unterwegs sind, die versuchen natürlich noch große Schätze zu heben. Wobei es, glaube ich, nicht immer der große Schatz sein muss, Orden und Hundemarken etc., die haben für Sammler auch schon einen relativ hohen Wert. Und wenn man jeden Tag oder jedes Wochenende sondeln geht und dann drei, vier, fünf, sechs interessante Funde mitnimmt, dann kann man sich schon ein nettes Zubrot verdienen. Ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, das zu machen, aber bisher immer unterlassen, weil ich habe dann doch so ein bisschen Ethikprobleme. Und ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Schiss vor der Justiz am Ende des Tages, weil das ist ja, wenn man das klassisch im Wald macht oder auf irgendwelchen Battlefields, dann ist das verboten, ne? Und je nach Bundesland wird das weniger hart oder sehr hart bestraft. In NRW geht es wohl noch. Und ich kenne jetzt niemanden, der ein Feld hat, wo ich hingehen könnte und ihn fragen würde, könnte. Darf ich auf deinem Feld sondeln? Weil dann wäre es zumindest mal in NRW legal. Es sei denn, natürlich ist es ein Schlachtfeld und als dieses auch ausgewiesen oder vielleicht irgendwie als großer Friedhof. Also die ganzen Battlefields im Hürtgenwald zum Beispiel, da ist Sondeln strengstens verboten und die Förster sind da auch sehr, sehr aktiv und ahnden das beziehungsweise melden das der Polizei. Was ich auch am Ende richtig finde. Wobei einige, ne, also Zwiespalt am Ende. Irgendwie ist es natürlich auch schön, wenn diese Dinge ans Tageslicht kommen. Die Frage ist nur, wie man dann damit umgeht. Ich finde es dann halt nicht gut, wenn man die Sachen verkauft, um sich selber persönlich zu bereichern. Vielleicht wäre ein Museum das Passende. Ja, aber, oder ja. Schwieriges Thema. Ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der sondern geht, weil ich glaube, das ist hochgradig spannend, weil wir machen ja diese Lost Places. Ich mache die Lost Places, um die Geschichte zu spüren. Aber hier waren ja schon 100.000 Leute. Ne? Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hier waren schon so viele Leute und
Das hat man natürlich nicht, wenn man mit einem Sondersuchgerät durch die Gegend läuft. Da sieht man Dinge, die womöglich 60, 70, 100 Jahre, vielleicht auch länger im Boden geschlummert sind. Man ist der Erste, der das wieder findet. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wir sind ja hier in einem großen Bauwerk des Zweiten Weltkriegs und ich will euch natürlich nicht zu sehr in andere Themen verstricken. Jetzt muss ich mich tatsächlich mal kurz orientieren, wo wir hier sind. Wir sind auf jeden Fall noch mal rausgegangen in einen anderen Eingang. Das müsste aus meiner Wahrnehmung jetzt der dritte Eingang sein. Der erste Eingang, wo wir reingegangen sind, ist der Eingang 2 von rechts aus gesehen. Dann den, wie wir gerade gesehen haben, ist der Ausgang 1 dementsprechend. Und jetzt sind wir in den Eingang, der ja auch gleichzeitig immer der Ausgang ist, Nummer 3 drin. Hier liegt ein Stuhl. Hier kann man noch in den Gang sehen, reinschauen, den wir auch bereits betrachtet haben. Und auch hier wieder ein Schnitt, ohne dass wir einmal draußen waren. Und jetzt sind wir tatsächlich in dem Eingang 4 und 5. Die beiden sind relativ nah miteinander verbunden. Und jetzt, meine lieben Freunde, sind wir am OP-Bunker, im Krankenhausbunker angekommen. Hier liegt noch eine Liege, falls man sich noch mal gemütlich machen möchte. Aber jetzt seid gespannt, was hier um die Ecke kommt. Seid einfach mal gespannt. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gestaunt, ich war begeistert, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich wusste ja, dass dieses Rohr da ist, aber wenn man selber in dieser Höhle ist und dann dieses Rohr sieht, ich würde schätzen, es hat so roundabout 50, 60 Zentimeter Durchmesser. Gefühlte 20 Meter lang, manche sagen 50, manche sagen 30, vielleicht ist es 15, vielleicht sind es auch nur 10. Aber man kann auf jeden Fall nicht bis zum Ende gucken mit der Taschenlampe. Und ich tippe einfach mal auf 15 Meter grob. Ich habe es nicht nachgemessen. Kleinere Personen wie die Emily, die hat es natürlich einfach. Die klettert da so durch. Beim ersten Mal hatte ich echte Probleme, auf allen Vieren da durchzukommen. Das war echt anstrengend. Plus nochmal der Staub. Und der besteht ja aus Rost. Das ist sicherlich auch nicht gesund. Wir wussten das. Wir hatten dann entsprechend auch die Masken auf. Und hier nochmal das Video von innen von der Röhre. Ja, das ist die Röhre von außen. Man hätte sie gar nicht so lang bauen müssen, weil ja, das, was man hier überwinden muss an Geröll, das ist bei weitem nicht so lang, so breit, wie die Röhre lang ist. Und hier sehen wir schon die ersten Stalagmiten, Stalaktiten. Ich glaube, Stalaktiten sind es. Ich werde es wahrscheinlich nie lernen. Ich wurde schon mehrfach in meinen TikTok-Videos darauf hingewiesen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Stalaktiten sind es, glaube ich. Die Dinge, die von oben wachsen. Aber auch Stalagmiten, das sind die, die von unten wachsen. Also es gibt beides hier in der Höhle. Getroffen haben sie sich also noch nicht. Das Gemäuer ist ziemlich nass. Ja, und es muss es natürlich auch sein, damit die Flüssigkeit durch das Gemäuer entsprechend durchgeht und dann diese wunderschönen Stalaktiten bilden kann. Ich bleibe jetzt einfach bei dem nahen Stalaktiten. Und ich versuche es gar nicht mehr zu beschreiben. Guckt euch einfach an, wie schön es ist. Ja, also dieser Bunker ist absolut abwechslungsreich. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, man hat die Beschussanlage, man hat das Adventure, dass man durch das Wasser gehen muss. Man hat überall mehr oder weniger gefährliche Abschnitte, wo man reinfallen kann. Man sieht Elektronik, man sieht alte Beschriftungen, man geht durch lange Höhlensysteme, man muss sich durch kleine Öffnungen zwängen. Überall Geräusche, weil die Röhren natürlich auch lang sind, sie schallen natürlich. Dann hat man ausgekleidete Teile. Man sieht aber auch hier Naturfels
Und da muss man durch diese Röhre klettern. Außen hat man auch ein wunderschönes Gelände und man kommt gleich in die in den OP-Bunker. Da will ich noch gar nicht so viel verraten. Aber bisher in Deutschland wahrscheinlich mein schönster Lost Place. Und deswegen ist es so schade, dass der so vermüllt wird. Hier zum Glück, ja, keine Ahnung, ob die Leute Respekt haben. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute hier keine Gummitüten benötigen, um trockenen Fußes hier reinzukommen. Sonst wäre das hier wahrscheinlich auch komplett verdreckt und vermüllt. Ja, jetzt krass, ne? Also die Optik. Hier kommen wir dann in den OP-Bunker. Der ist dann ausgekleidet, auch weiß gestrichen. Auch ein riesiger Komplex mit ganz vielen Gängen, mit Einbuchtungen, die wir gleich noch sehen werden, und Gängen, die nirgendwo hinführen. Wir gucken aber trotzdem mal rein, wofür der war, ob hier vielleicht operiert wurde, ob hier Menschen dann positioniert wurden, damit sie sich erholen können. Stellt euch mal vor, ihr werdet hier drin operiert. Und oben über euch fallen die Bomben. Und eure Familie ist womöglich draußen und muss ums Überleben kämpfen. Und ihr werdet hier operiert, vielleicht am Bein, ihr könnt gar nicht laufen, ihr könnt eurer Familie nicht helfen. Unvorstellbar. Unvorstellbar, was sich damals hier abgespielt haben muss. Nicht nur hier natürlich, aber wir sind gerade hier, deswegen sprechen wir natürlich gerade hier über das Bauwerk. Und ja, zum Schluss waren ja auch nicht mehr so viele Medikamente und Narkosemittel verfügbar, weil man die natürlich an der Front benötigte. Und ich glaube, dass viele auch operiert worden sind ohne ausreichend Narkose. Ich gehe heute noch nicht mal zum Zahnarzt und lasse mir eine Füllung verpassen, ohne mich narkotisieren zu lassen. Also natürlich nur örtlich, aber es gibt ja auch Menschen, die sogar dafür eine Komplettnarkose in Anspruch nehmen. Also das brauche ich zum Glück nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich werde hier irgendwie am Bein oder wo auch immer operiert, dann möchte ich mir das nicht vorstellen. Hier ist der Zustand nicht mehr ganz so gut. Wir sind auch relativ nah schon an der Öffnung des Bauwerkes. Vielleicht durch Luft und durch höhere verschiedene Sauer hier Feuchtigkeitsaustausch, dass es hier dann mehr zu Kondensation kommt und deswegen die Farbe nicht mehr in einem ganz so guten Zustand ist, aber auch hier nur eine These. Und da hinter der Ziegelwand ist übrigens die Straße. War anscheinend früher offen. Und wie gesagt, der Bunker war für deutlich mehr Personen konzipiert ursprünglich, als er dann gebaut wurde. Man musste aufs Geld achten, man musste auf Material achten. Sollte natürlich auch schnell gehen. Und dann hatte man das entsprechend kleiner umgesetzt, als es geplant war. Ich hatte gerade schon gesagt, ganz viele verschiedene verzweigte Räume und Gänge. Ihr seht das gerade und alle miteinander verbunden. Also man hatte hier die Möglichkeit, als Arzt natürlich schnell zu den Patienten zu kommen. Aber stellt euch mal eins vor, wenn ihr, und ich hatte ja gesagt, dass die Personen übereinander liegen, Reihe an Reihe, dass dann hier auch Schmerzen entsprechend waren. Die hatten ja keine Privatsphäre, die Menschen. Dann stellt euch einfach mal vor, die Räume hallen ja, dass die Leute vor Schmerzen geschrien haben, vielleicht auch die OP-Operation quasi auch direkt am Bett stattgefunden hat. Andere haben das gesehen. Unfassbar, unvorstellbar, was damals abging. Hier ist übrigens ein alter Eingang, der ist zugeschweißt. Da kommt man heute nicht mehr rein. Aber wir haben ja gerade gesehen, es gibt genügend Eingänge. Derjenige, der wirklich in das Bauwerk will und sich ein bisschen Mühe gibt, der findet das auch. So, wir kommen jetzt, wären wir geradeaus weitergegangen auf die Stalaktiten und Stalagmiten. Ich sage aber beides, das ist, glaube ich, dann immer richtig. Weil, wie gesagt, auf dem Boden ist ja auch alles voll. Und da sieht man das wunderbares Lichtspiel.
Da sind die Einbuchtungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Keine Ahnung, ob sich da Menschen unterhalten haben, die sich einfach mal einen Kaffee geholt haben, die ein bisschen sich entspannen mussten von der Operation oder sich unterhalten. Keine Ahnung, wofür die waren. Aber es gibt solche Einbuchtungen ja auch heutzutage noch. Die sind meistens dann von Mitarbeitern genutzt, die sich dann unterhalten, damit man nicht so laut gehört wird. Das ist, wie gesagt, glaube ich, auch ein Highlight. Sowas haben wir nicht oft in Deutschland. Jedenfalls kenne ich kein weiteres Bauwerk, was solche Zapfen von der Decke hat. Alles in weiß. Und die sind mittlerweile teilweise 30, 40 Zentimeter lang. Ich habe mal einen angefasst und ich dachte, die wären ganz weich. Nee, das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie Glas. Und sind auch gar nicht so einfach. Ich habe mal einen genommen und so ein bisschen zusammengedrückt. Auf dem Boden liegen ja genug. Und das ist also tatsächlich sehr hart. Also ich dachte eigentlich, es wäre deutlich weicher. Und die auf dem Boden liegen, die sind ja schon viel, viel dicker. Und die kann man mit der Hände kann man die gar nicht zerdrücken. Das ist gar nicht möglich. Wenn man drauf tritt, brechen die auch nicht auseinander. Also das sind wirklich sehr, sehr harte Zapfen. Innen hohl übrigens. Wusste ich auch nicht. Die auf dem Boden sind nicht, aber die an der Decke sind, sind innen hohl. Und man könnte sich dran schneiden, wenn man ganz feste mit den Fingern reibt. Sind also scharfkantig. Ja, ich glaube, meine lieben Freunde, es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Wir haben jetzt noch eine gute Minute. Die werde ich euch auch schenken, ohne dass ich etwas dazu sage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr mich weiterempfehlt, dass ihr natürlich auch das Herzchen macht, damit ihr, also den Daumen, das gefällt mir. Und ja, ich versuche demnächst wieder weitere Videos hochzuladen. Aber erstmal genießt die letzten Minuten, Sekunden von diesem Bauwerk. Ich bedanke mich, bleibt mir treu, bleibt gesund vor allem. Ich hab euch lieb.